bei Bedarf auch mal den Nexus. Millennium Gaming ist da so ein bisschen konstanter, aber wir haben es auch in dem Interview schon zuvor erfahren, dass sie so ein kleines Problem haben, ein Spiel zu beenden. Wir machen nun Folgendes, gehen jetzt hier in die Bannphase über. Die Begegnung lautet nach wie vor Millennium Gaming gegen Pain Gaming. Millennium Gaming, nur Millennium, Entschuldigung. Gaming, Gaming, Gaming ist ja der absolute Power-Slogan, muss man sagen. Orianna und Sieg sind draußen. Man konnte zuvor sehen, dass Pain mit der Orianna, speziell quasi Kami, der ja vor uns also mit schon der Ex-Pekke-Vergleich kam, der mit ihr sehr gut umgehen kann. Die Mitte wird halt langsam ausradiert. Auch Pain ist nicht dumm. Sagen sich, wir bannen Zillion. Der eine andere würde jetzt meinen, what? Wieso bannt man den Zillion? Was soll das? Er wird hier von Millennium sehr gerne als Support gespielt und ist da auf jeden Fall eine Schlüsselfigur, weil er natürlich jemanden wiederbeleben kann, der gefallen ist, beziehungsweise kann ihm halt diesen Buff geben, wo er natürlich in einer gewissen Zeit auch sterben muss. Sonst wird er nicht geprockt. Und dann war das Ganze quasi sinnlos. Renekton ist ebenfalls auf der Seite von Pain ausgewählt. Da ist auch sehr, sehr wichtig, dass man diesen starken Bully los wird. Man ist ja auch nicht First Pick und möchte das Ganze Kevin nicht überlassen, da er mit diesem Champion eine gute Leistung gebracht hat. Stattdessen wählt man nun als nächstes Gragas aus. Es ist noch nicht fest, ob Gragas in den Jungle oder auf die Midlane geht. Denn Aranea hat einen richtig guten Gragas auch im Jungle gezockt mit verdammt viel AP. Sie haben das Spiel zwar unnötig in die Länge gestreckt, obwohl sie 10.000, 15.000 Gold Vorsprung hatten, hatte Seven Wars sich mehrmals in der eigenen Base noch verteidigen können. Das Ganze würde es natürlich nicht auftreten oder eventuell nicht auftreten, wir wissen es nicht. Stattdessen entscheidet sich nun Millennium, erstmal die Botlane-Kombination festzulegen. Lucian und Annie soll es sein und das ist eine unschöne Überraschung auf der Seite von Pain. Denn wie gesagt, Annie an sich ist da schon ein sehr, sehr großer Bedrohungsfaktor. Ich denke, Thresh weiß sich da zu wehren. Das gleiche gilt im Prinzip auch für die Wahl des Junglers. Vi, eine wirklich, wirklich gute Entscheidung. Mal sehen, ob sie die auch sauber durchbekommen. Wie gesagt, ihre Ultimate ist ein Garant, gerade bei den Ganks, für einen Kill. Wobei man sagen muss, dass die Jungler hier killbezogen in einigen Spielen sehr verhalten sind. Also da wird sich wirklich häufig auf den Jungle selbst konzentriert, um ganz einfach nur sicher zu farmen, sicher zu leveln. Ein Gank ist ja nicht immer von Erfolg gekrönt, muss aber trotzdem durchgeführt werden, um ganz einfach nur Präsenz entsprechend zu zeigen. Was jetzt außerdem auf der Seite von Pain ausgewählt wurde, ist wieder der Trundle. Man hat Renekton gebannt, nimmt trotzdem den Trundle, um ganz einfach gegen kräftige Toplaner fertig zu werden. Und ein kräftiger Toplaner ist zum einen auch noch Shyvana oder Mundo, die jetzt hier frei sind. Aber wie gesagt, Mundo sehr, 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 sehr selten gepickt. Wie gesagt, einmal erst gesehen, aber das mit Erfolg. Deswegen muss man natürlich gucken, wie man das Ganze jetzt nun macht. Ich würde mich wundern, wenn man Blitzcrank einloggen würde. Ein Warwick würde ich sehr schön finden. Hat man auf der Toplane lange nicht mehr gesehen. Bringt sehr einfache, aber angenehme Mechaniken mit. Und hat natürlich auch die Möglichkeit, sein Team mit Attack Speed zu buffen. Was einen großen Vorteil ist, wenn man sehr AD-lastige Spieler, wie zum Beispiel Lucian, aber auch den Lee Sin im Jungle mitbringt, sollte dieser eingeloggt werden. Bezogen auf die ID-Wahl von Pain bin ich auf jeden Fall nicht überrascht, dass man sich für die Jinx entscheidet. Ich denke, die Superkombination wäre quasi Annie und Jinx, die trotz der Nerfs nach wie vor sehr, sehr effizient ist. Man hat ja nicht mehr so die schnelleren, also Traps brauchen ein bisschen länger, um zu triggern. Und auch die Annie hat nicht mehr so einen starken Stun auf den frühen Leveln. Trotzdem ist der Schaden brachial. Und das gleiche gilt im Prinzip auch nach wie vor für das Verhalten an Jinx. Sie ist ein Late-Game-Tier und kann natürlich dann auch entsprechend gut da quasi reinskalieren und ihre Rolle erfüllen. Sie hat zwar keinen Gap-Closer und keinen guten Escape, aber sie hat die Traps und sie hat ihr Team, das sie versucht, so gut wie es geht zu verteidigen. Gegen Olaf wird das Ganze schwierig. Er geht auf die Toplane und kann natürlich nicht aufgehalten werden, wird also den Weg früher oder später zu Jinx finden. Die Frage ist, wird er lebendig sein, wenn ihr bei ihr ankommt? Denn wie gesagt, Ulti-Aktivierung bedeutet, auf die Bonusrüstung, Bonus-Magieresistenz für 6 Sekunden zu verzichten. Und er ist quasi von CC nicht mehr betroffen, aber er kriegt immer noch Schmerzen. Und das Ganze muss ausgenutzt werden. Ahri sehen wir jetzt in der Mitte zum ersten Mal bei den Internet Stream Masters. Wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, haben wir bisher nur einmal, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir jetzt sie in der Mitte in-game sehen gegen Gragas. Hier kommt es natürlich hart darauf an, ob sie es schafft, ihren Charme da zu treffen, um den betrunkenen Mann ein kleines bisschen zu bezirzen und dann natürlich die Kugel des Todes in sein Gesicht zu hauen, um entsprechend auch absoluten Schaden auszuteilen, sollte da der Bedarf da sein. Insgesamt natürlich jetzt sehr, sehr viel Zündholz.
Man muss ja dazu sagen, Pain Gaming hat sich jetzt hier einen sehr, sehr schönen Weg gebahnt. Das gleiche gilt im Prinzip für Millennium, aber Pain selber hat die Crowd quasi hinter sich und das könnte natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. Wir werden schauen, wie das Ganze dann ablaufen wird. Zurzeit kann man noch nicht sagen, dass irgendein Favorit besteht. Wie gesagt, keiner der beiden Teams hat verloren und jeder der beiden Teams hat äußerst solide gespielt. Ich denke, beflügelt ist das Team von Pain, aber hochmotiviert wird auch Millennium sein, denn sie wollen hier so ein bisschen die LCS-Teams mehr oder weniger vertreten und zeigen, in Europa können wir auch richtig gut League of Legends spielen und natürlich dann mit unserer Erfahrung, die wir auf quasi anderen Gefilden gesammelt haben, so ein kleines bisschen ausleben. Super krasse Picks, wo jeder schreit, yeah, den wollte ich schon lange haben. Kam es nicht durch, wie gesagt, Zillion wurde gebannt, das ist etwas, was man selten sieht, aber natürlich ein Champion ist, der gerne von den Support von Millennium gezockt wird. Interessant wird dann halt die Toplane selber sein, wenn wir da jetzt den Warweg so ein kleines bisschen nehmen können. Wenn ich mir da jetzt hoffentlich mich nicht täusche. Muss Trundle schauen, wie er dagegen klarkommt. Trundle ist ja so ein kleiner Tank-Beißer, der dann maximales Leben und entsprechende Resistenzwerte erhält und selber ein kleines bisschen größer wird und der Gegner witzigerweise kleiner. Aber das ist quasi noch kein Garant dafür, dass man gewinnt. Wir konnten im letzten Spiel sehen, dass ein Renekton einen Trundle fertig macht. Dass er auf der Lane ihn auf jeden Fall wegdrückt und es sehr wenige Möglichkeiten gibt, ihn effektiv zu ganken. Aber das ist natürlich jetzt auf jeden Fall nicht, also auf jeden Fall keine Siegbedingung. Denn die Laning Phase ist nur der eine Teil. Der andere Teil sind quasi die Teamfights und auch die entsprechende Laning Phase, die man bei, im besten Fall natürlich so gut wie es geht beschreitet. Aber wie so ein Sivage die gesagt hat, das Late Game, das ist das, was zählt und da muss man natürlich versuchen, so wenig wie möglich Fehler zu machen, denn die werden gnadenlos, wenn nicht sogar gnadenlos als in anderen Turnieren, bestraft. Wir sind hier mittlerweile im Finale, es geht ja quasi um einen Haufen Batzen Geld einerseits und natürlich auch den Ruhm und die Ehre, an den World Finals teilzunehmen, denn hier kriegt man quasi bei Sieg ein Freiticket mehr oder weniger, beziehungsweise ist ja quasi kein Freiticket, man hat es sich massiv erarbeitet, wenn wir ganz ehrlich sind. Das bedeutet, wir werden jetzt hier gleich in das Spiel reinspringen. Ich werde erstmal in dem Livestream-Format quasi bleiben, wir können ja nochmal ganz kurz die Spieler und so weiter betrachten. Ihr seht schon, die bereiten sich da natürlich entsprechend vor. Was ich halt auf jeden Fall, da wird sogar noch die Hand gekühlt. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ich von der Organisation natürlich hier begeistert bin. Ich bekomme hier eine Art Clean Feed, bin ja offensichtlich nicht in Sao Paulo, sondern caste das Ganze von Berlin aus. Das heißt, ich bekomme hier quasi einen Extra-Stream, wo die Kommentatoren rausgeschnitten sind, damit ich natürlich meine Stimme ganz entspannt drüberlegen kann und nicht lauter schreien muss als ein anderer Kommentator. Ein bisschen Echo hat man im Hintergrund zu hören, aber das erhöht natürlich das Feeling, dass man direkt mit dabei ist. Zumindest ist dies meine Ansicht der Dinge. Hier ist noch ein junger Mann, der wahrscheinlich die ein oder anderen Instruktionen erteilt, vielleicht sogar ein Coach ist. Jetzt sehen wir die Kommentatoren, die hier mit ihren Muskeln protzen. Ich tue dies nicht, denn es ist quasi albern. Ich denke, wir werden bald in das Spiel reinspringen. Die Formalitäten sind meistens so, dass die Caster noch das ein oder andere Wort zu den Teams verlieren. Das habe ich jetzt quasi mehr oder weniger schon die ganze Zeit getan, denn ich selber bin gespannt, wie das jetzt sein wird. Wir sind im Finale und ich möchte jetzt bitte ein Spiel der Extraklasse sehen. Nicht allzu träge wie das letzte, aber auch nicht allzu stomplastig. Das heißt, jeder soll hier seine Chance bekommen und ich möchte hier die Teams sehen. Mit epischen Plays selbstverständlich, aber auch auf beiden Seiten. Wie gesagt, es waren Spiele dabei. Gerade das erste Spiel zwischen Pain Gaming und Ocelot World war richtig, richtig krass ausgeglichen. Und genauso soll es sein, dass es nicht auf das massive Gold oder auf ein Item mehr ankommt, sondern auch auf die entsprechenden Plays, die mit gleichem Gold ausgetragen werden können. Und ich denke, das wird hier auf jeden Fall möglich sein. Okay. Nochmal bezogen auf das Turnierformat selber, es ist halt wie gesagt ein Best of Three, das heißt zwei Siege werden hier auf jeden Fall vonnöten sein, es ist kein Best of Five im Finale, wie gesagt, die Spieler selber haben ja schon die ein oder anderen Spiele hinter sich, wir haben sehr wenig gesehen, dass es zum Beispiel ein 1:1 erzielt wurde, das war am Tag zuvor der Fall, dass halt hier die ein oder anderen noch einen Comeback feiern konnten, zum Beispiel Lion Gaming hat sich da nochmal zusammengerafft und ein Spiel gegen Seven Wars gewonnen, aber das zweite hat dann leider nicht mehr geklappt. Und wie gesagt, man merkt halt hier, das erste Spiel ist quasi schon so ein halber Sargnagel für den Gegner. Wenn man das gewinnt, dann wird es für ihn richtig schwer zurückzukommen. Wie gesagt, es hat bis jetzt nur Lion Gaming einmal geschafft, aber das Gesamt
Ja, das gesamte Best of Three haben sie dann leider verloren. Soweit sollte man das also nicht kommen lassen. Man kann erstmal nicht anschnuppern, sondern man muss direkt richtig lospowern. Sonst würde das Ganze offensichtlich nicht funktionieren. Das heißt, hier können wir nochmal sehen, Fans gehen hier nochmal richtig ab. Ich muss sagen, einige dieser Klopfinstrumente sehen gewissen Gegenständen, die man in gewissen Räumen verwendet, sehr, sehr ähnlich. Gerade das BenQ-Symbol ist da so eine kleine Ausnahme. Es scheint hier noch ein bisschen Probleme an dem Rechner selber zu geben. Das heißt, hier kann man sehen, dass da noch so ein kleines bisschen rumgeschraubt wird. Das ist auch vollkommen in Ordnung, denn es geht ja darum, dass die Spieler entsprechend gut vorbereitet sind. Das heißt, jeder muss hier mit der nötigen Technik ausgestattet sein. Und ich muss auch dazu sagen, wir hatten bis jetzt keine einzige Unterbrechung dieser Art, was ich natürlich herausragend finde. Ich denke, wir werden bald, sehr bald in das Spiel hineinspringen und dann natürlich feststellen, dass wir endlich hier nochmal das Finale an sich erleben können. Ein bisschen Zeit ist noch, man merkt schon, die Spieler sind aber ganz ruhig. Sie freuen sich natürlich, dass entsprechend die Fans da sind gerade. Pain Gaming wird ja hier eine riesengroße Unterstützung erfahren. Vor uns wurde sich sogar ganz kurz lustig über den Mann gemacht, der hier Millennium anfeuert. Gefolgt von 5000 Brasilianern, die sagen, nope, ich finde das nicht gut. Ich bin eher für das Team Pain Gaming. Und sie, wie gesagt, haben ihren Namen alle Ehre gemacht, wurden da auf jeden Fall hoch gefeiert. Und ich denke, das kann man auch gut nachvollziehen anhand der Leistung, die sie dann auch während der Spieler sich gebracht haben. Sie haben ihre Fans nicht enttäuscht. Und ich fand es auch organisatorisch fair gemacht, dass kein brasilianisches Team gegen ein anderes brasilianisches Team früh angetreten ist. Es wurde quasi extra so angelegt, dass das Ganze so ein bisschen gedodged wurde, was aber auch, finde ich, fair ist. Es wäre quasi möglich, dass wenn Millennium nicht gewonnen hätte, hätte Seven Wars gegen CNB gespielt. Das sind halt zwei brasilianische Teams, die dann aufeinander geprallt wären. Ist aber nicht passiert. Und ich finde es auch bezogen auf die Mentalität halt vor Ort, dass halt ein Team, ein brasilianisches Team, es geschafft hat, ins Finale einzuziehen. Weil was wären das für News gewesen, wenn die das quasi in eigenem Land nicht getan hätten. Sowas sieht man halt sehr, sehr gerne, weil dann natürlich auch die Fans dann richtig mitfiebern können. Ich sagen können, naja, unser Lieblingsteam ist raus. Jetzt hören wir schon, dass die Musik sich so ein kleines bisschen verändert und wir können im Game nun rein. Nun eröffnet. Hier sehen wir schon, dass es so klein Beam-Verhalten kommt. Springe so ein kleines bisschen hin und her, ist aber, denke ich, nicht tragisch. Können jetzt auch sehen, dass die Teams sich hier so ein kleines bisschen verteilen. Klassiker, den eigentlich Millennium immer gebracht hat. Diesmal macht es Pain Gaming. Haben sich natürlich schon gegenseitig studiert, was das Verhalten angeht. Das heißt, hier wird sich so schnell wie es geht unten versammelt und das könnte natürlich schon zu einem hitzigen Gefecht führen. Kevin ist derjenige, der das Ganze so ein kleines bisschen anführt. Trundle würde jetzt auch reingehen. Die Frage, wird man jetzt reingecharmen? Sitzt hier sowas schon, bricht der erste Teamfight aus. Richtig guter Schaden durch die Ende natürlich mit dem Sun. First Blood nun für Annie selber. Jetzt natürlich die Frage, wie hier Pain Gaming rauskommt. Sehen wir schon, COT wird ebenfalls noch abgerissen. Die Goldbeträge vergleichsweise kriegen, weil wir noch sehr, sehr früh im Game sind. Und da hat man natürlich jetzt schon so ein klein bisschen Probleme gezeigt. Minerva auch mittlerweile sehr, sehr low. Kommt aber, denke ich, auch Aaron Air noch davon. Der Hook entsprechend mit hohem Cooldown hätte ihn vielleicht noch zünden können. Aber was für ein rasanter Start. 2:0 mittlerweile für Millennium. Natürlich unangenehm für Pain selber. Sie wussten, dass Millennium sehr gerne unten langläuft, aber das Ganze wurde quasi ebenfalls noch mitgelesen. Das heißt, unten kurz voran, kurz quasi nur gewartet, Kevin vorgeschickt. Na, Kevin, unglaublich tanky, hat alles ausgehalten. Ist nicht gestorben, hat das Charm abbekommen, aber es kam nicht genug weiterer Damage bzw. CC. Und Annie natürlich mit dem Flächenstun gut dabei, hat auch den Kill bekommen. Die Kills zu Beginn gerade nicht, also nicht gerade sehr, sehr hoch, das muss man hier dazu sagen. Trotzdem unangenehm, ne? Man kann sich mit weiteren Items ausstatten. Dorans Schild bleibt natürlich vorhanden, ein paar Wards und ein paar Tränke wurden da noch geholt. Und ich denke, das ist natürlich auch schon ein solider Start für Millennium, aber noch lange nichts verloren für Pain, das muss man ebenfalls dazu sagen. Sicherlich, dass das Bonusgold einfach nur verloren gegangen ist, verpufft, weil einfach nur die Kills so früh entstanden sind. Trotzdem, beim nächsten Trip in die Base wird auf jeden Fall das ein oder andere Item hier mehr geholt werden können und natürlich dann noch Druck auf die entsprechende Lane ausgeübt.
können wir es schon sehen, dass sich die Lanes so ein kleines bisschen nun antüdeln. Mal kurz schauen, okay, wie viel Schaden mache ich denn? Level 2 jetzt hier auf der Mitte erreichen. Er wird wahrscheinlich erstmal nicht in den Gate schwagen, aber Kevin mit dem Olaf auf der Top-Lane versucht schon wieder so viel wie möglich Druck aufzubauen. Lässt sich das nicht gefallen? Hat er schon gesehen, dass er am Anfang tanky genug ist und Venom muss da oben schon ordentlich einstecken. Wird er erstmal von der Lane gedrückt. Farmtechnisch ist alles noch sehr, sehr identisch. Sind natürlich erst früh in Game. Auffällig ist halt so ein bisschen die Mitte, muss man sagen. Also Kirp kann da auf jeden Fall schon Kami wegdrücken. Hat ein kleines bisschen mehr Farm. Und unterm Tower Farm ist halt für Ari so ein Stück weit anstrengend, da sie mit dem Fuchsfeuer nicht kontrollieren kann, welche Minions gelastet werden. Und auch das Q nicht das einfachste Tool ist, um exakte Plays zu machen. Hier sehen wir schon, Venom kriegt hier ordentlich ins Gesicht, muss aber schauen, dass er hier noch den Dive überlebt. Zum Glück für ihn konnte der Tower da nicht noch einmal einen Schuss auf Aranea werfen. Er wäre auf jeden Fall draufgegangen. Trotzdem, Venom vertrieben. Und wir sehen schon, Aranea wird auch bleiben. Die Minion Wave schon ordentlich groß. Auch viele Caster-Minions, das ist ganz wichtig. Sie halten zwar nicht viel aus, machen aber mehr Schaden als die Frontalen. Und deswegen kann man hier da ganz gut und ganz sauber mitarbeiten. Kevin bleibt da noch so ein kleines bisschen da. Will da wahrscheinlich noch jemanden provozieren, vielleicht noch jemanden erwischen. Aber gut gemacht von 30. Platziert dann nochmal sein Trinket. Weiß alles klar, Kevin, geh bitte. Du kannst deine Lane entweder beibehalten. Aber ich schnappe mir jetzt so gut wie es geht hier noch den Farm. Ist natürlich unangenehm, ne? Für den Jungler selber praktisch. Okay, er kommt nochmal an Gold und ein bisschen an Minen und Erfahrung ran. Aber Venom ist halt hier schon richtig krass behind. Botlane auch sehr, sehr aggressiv. BRTT kriegt ja eine kleine Stun-Kombination ab, aber es kann quasi nicht noch weiter gefolgt werden. 30 wieder hier in Bedrängnis. Aranea bleibt die ganze Zeit da und das hat er schon in den Spielen zuvor gemacht. Wenn er die Sing gespielt hat, war er ein absoluter Counter-Jungler. Kann doch sogar noch mit dem Trinket hier richtig gut gearbeitet. Kriegt hier nochmal den Pillar ins Gesicht. Kommt aber in aller Ruhe weg. Da reicht die CC noch nicht aus. Landet sogar nochmal schön das Q in den Rücken. Trotzdem insgesamt natürlich ein sehr, sehr nerviger Faktor. Es geht ja schon fast nicht mehr darum, dass man die Minions oder beziehungsweise die Jungle Minions dort stiehlt, sondern dieser Druck, der auf einfach auf dem gegnerischen Jungler ist, dass er nervös ist, denn der ja immer wieder schauen muss, okay, mir wird was gestohlen, ich fühle mich über meinem eigenen Jungle nicht wohl. Und das sind solche psychologischen Sachen, die dann sehr unangenehm sind. Diese Axt war nicht gerade mit einer hohen Reichweite gesegnet. Kevin hat sie so schnell wie es geht wieder eingesammelt, aber hat natürlich hier mit seinem Venen einen sehr, sehr guten Sustain. Kann da immer wieder Auto-Tags landen, beziehungsweise auch die Axt werfen, weil das Spellbam prockt ja auch bei normalen Schaden. Jetzt immer Venom wieder in Gefahr, er hat keinen Flash mehr zu fügen. Der Schaden durch den Absolut natürlich richtig, richtig hoch. Sehr gut gemacht mit dem Pillar auf jeden Fall, aber wird es ausreichen? Einmal noch den absoluten Schaden gerückt, zack, sofort tot. Kevin kriegt da wieder den Kill und Millennium rastet hier richtig aus. Sie wollen wieder die Top-Lane unter Druck setzen und diesen Olaf, diesen kräftigen, mächtigen Olaf auf jeden Fall in das Game reinbekommen und das machen sie zurzeit sehr gut. Man muss natürlich dazu sagen, auf der Top-Lane hat hier bereits Pain nicht häufig überzeugt. Das heißt, Trundle ist da so ein sehr, sehr gewagter Pick. Er ist so ein bisschen schwierig durchzubekommen. Und zur Zeit wird halt Aranea immer wieder zur Top-Lane rotieren, sittet da so ein kleines bisschen. Normalerweise macht man das in der Mitte. Diesmal orientiert man sich eher oben, um einfach nur diesen beastigen Trundle nicht ins Game kommen zu lassen und stattdessen natürlich den Olaf so gut wie es geht zu feeden. Sehen wir schon, Jayri wieder mit dem Stun aufgeladen. Level 4 ist natürlich auch so eine Stufe, wo man schon einen Spell einer höheren Ebene hat und damit natürlich mehr Schaden anrichtet. Muss natürlich schauen, wie Minerva damit klarkommt. Muss ich immer wieder diese kleinen Autodecks gefahren. So, die Mitte engaged hier mit der Ultimate. Aber schönen Charme auf jeden Fall gelandet. Die Frage ist, kann hier Kami noch was machen? Hat natürlich sehr, sehr wenig Leben. Oh, schön gemacht von unserem CRTT. Kann aber dann noch wegkommen. Und wunderbar von Aranea trifft da noch das Q, beziehungsweise kombiniert mit dem Flash. Richtig, richtig stark. Also wie gesagt, Aranea ist ein Meister des Jungles. Hat mir bisher im ganzen Turnier hervorragend gefallen. Immer wieder Kills abgestaubt, beziehungsweise auch überhaupt erst ermöglicht. Und er rotiert, er rotiert, er rotiert. Geht hier in der Midlane, versucht jetzt hier wieder die Botlane so ein bisschen zu terrorisieren. Hat ja noch nicht mal seine Ultimate, dass er jemanden kicken könnte, sondern will hier einfach nur Druck aufbauen, dass man eventuell hier ein bisschen den Tower angeht oder wenigstens die Jinx dazu zwingt, den Overpow zu benutzen. Oh, jetzt sitzt natürlich die gesamte CC-Chain. Unangenehm, dass man da nochmal den Schild aktiviert hat. Sicherlich reduziert der Schaden, aber sollte man die Annie angreifen, richtet sie natürlich Schaden an einem selbst an, was Tower Aggro zieht. Unangenehm natürlich die Situation jetzt für sie. Hat ein bisschen was verloren, trotzdem noch die Summoner-Spells am Start. Also etwas hoch rein mit dem Doran-Schild.
und warten, bis man Level 6 wird, denn dann wird Timbers richtig brüllen können. Und ich denke auch, BRTT muss da aufpassen, wird auch mit höchster Wahrscheinlichkeit bei dem ersten Engage auf seine Barrier nicht verzichten müssen, sondern zwingend verwenden, um ganz einfach nur die Situation eventuell zu überleben. Denn das ist bis jetzt fast immer aufgetreten. Level 6 von Annie, Flash Tibbers und dann ist entweder jemand gestorben oder viele, viele Summoner Spells mussten verbraucht werden, um sich zu retten. Kevins Lane hier so ein kleines bisschen rausgepusht, nutzt natürlich währenddessen die Zeit, um hier noch den Geist abzuholen. Man sieht, er kommt ja hier mit dem Lifesteal durch das W sehr, sehr gut damit klar. Außerdem absoluter Schaden, noch sehr, sehr nervig für die Minions selber. Ist ja noch vom Farmtechnisch wirklich noch weit vorne, fast 20 Zähler mehr. Sie nach Aranea, schnappt sich da ganz solide den Blue Buff Weiß. Okay, wir haben ihn getimed, die Gegner können ihn erstmal nicht contesten, gibt ihn aber nicht ab. Also Kirp muss da noch ein kleines bisschen geduldig diesbezüglich sein. Man muss ja auch sagen, dass Pain den Jungle bezogen auf Millennium sehr, sehr gut gewartet hat. Also auf der linken Seite sieht man da wirklich alles. Falls sich da irgendetwas oder irgendjemand bewegt, wird das Ganze auf jeden Fall nicht funktionieren. Rotieren jetzt nun zum eigenen Blue Buff. Der wird es an Kirp abgegeben. Hält dann auch ein kleines bisschen länger. Konnte da also noch keinen richtigen Nutzen von tragen. Aber man muss vorsichtig sein. Ward Placement hier auf der Seite von Pain. Sehr, sehr gut. Vi kommt jetzt dazu. Aber der Steal konnte leider nicht erfolgen. Der Blue Buff wurde sogar direkt noch abgegeben. Musste quasi nicht noch mit dem eigenen Smite arbeiten. Hätte es auch auf Cooldown gehabt. Also Steal leider nicht erfolgt. Und natürlich muss Pain jetzt schauen, wie sie da jetzt weitermachen. Sie sind jetzt 2000 Gold behind vom globalen Gold her und insgesamt natürlich schon in der Lage gewesen, ein paar Kills abzugeben. Außerdem fühlt sich halt Kirp sehr, sehr wohl wieder mit dem Tibbers hier gearbeitet. Diesmal ohne Flash. Das heißt, trotzdem war der Schaden da relativ hoch. Auch kein Summoner Spell auf der Seite von Pain verbraucht. Das heißt, BRTT schnappt sich da die Laterne von Minerva. Auch eine gute Idee und auch so ziemlich der stärkste Disengage, den es gibt und noch keinen anderen Vergleich zu hat. Jetzt sehen wir schon, BRTT ist jetzt da, wird aber sofort von Aranea so ein kleines bisschen disengaged. Wie gesagt, Assault and Battery von Vi, eine Fähigkeit, mit der man fast immer einen Kill holt, wenn man auf der Lane ist. Nicht aber, wenn der andere Jungler ebenfalls noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und Aranea, wie gesagt, er ist gefühlt ganz einfach überall und so muss es sein. Vom Farm her ist er natürlich behind, wenn man das mit der Vi vergleicht. Sie ist da ein bisschen entspannter und kann natürlich immer wieder versuchen, über die Camps zu rotieren. Tut sie auch, clear diese auch relativ schnell und Aranea selbst setzt halt auf die Ganks und ich würde mich nicht wundern, wenn er trotzdem noch ein Stück weit mehr Geld hat. Einerseits durch den Kill und andererseits durch die drei Assists. Er war quasi bei jedem Kill dabei. Und das zeugt natürlich von einem sehr, sehr guten und sehr, sehr erfahrenen Jungler bisher. Sicherlich kann Surti hier auf jeden Fall nochmal aufprotzen, nochmal aufholen. Und ich denke, das wird er auch mit der Vi tun. Wie gesagt, den Engage werden sie auf jeden Fall im Late Game haben. Die Frage ist, wie wird der Follow-up aussehen? Venom hier ganz fleißig am Jungle unterwegs. Weiß halt, da kann erstmal in der Laning Phase wenig machen. Hat auch sehr, sehr wenig Minions. Sie sehen ja schon, dass ganz einfach nur Kevin doppelt so viel Farm hat. Also 80 zu 40. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Sicherlich kann er da so ein bisschen was wegsnacken. Stealt aber in Anführungszeichen. Dann kamen ja auch die Raves. Normalerweise will man ja als Midlaner diese ebenfalls holen. Botlane könnte jetzt ein kleiner Gank kommen. Ich hoffe, dass die Legs da so ein kleines bisschen zurückhaltend sind. Und ihr könnt jetzt auch sehen, dass da noch geduldig gewartet wird. Wahrscheinlich weiß man alles klar, da unten könnte den Wardstream dazu engagieren. Das ist erstmal noch ein bisschen riskant. Aber wie gesagt, Assault and Battery, tödlicher Spell mit einer richtig hohen Reichweite. Muss man aber aufpassen. Critten hat die Möglichkeit zu dashen und vor allem noch in den Tower rein zu flashen. Das heißt, man kann da schön Distanz überwinden. Sobald Vi dort ist und vor allem Tower Aggro zieht, gibt es einen Tibbers ins Gesicht. Und dadurch ist natürlich eventuell ein Kill garantiert. Flash ist bei Vi noch da, das heißt sämtliche Summoner Spells sind eigentlich so ziemlich bei jedem zur Verfügung. Jetzt kommt Aurelia, Flash immer sofort auf CRT. Jetzt muss er natürlich schauen, dass er davon wegkommt. Man hat vergleichsweise wenig verloren. Super Mega Terror geht jetzt hier direkt auf Britain. Er kriegt natürlich ordentlich Schaden. Aurelia muss hier nochmal wegkicken, aber Jerry kann immer wieder Spells reingehen. Das heißt, beide konnten hier noch in aller Ruhe traden. Keiner ist gestorben. Summoner Spells wurden aber links und rechts verbraucht, um ganz einfach zu fliehen bzw. eine aggressive Handlung durchzuführen. Sehr, sehr wichtig für beide Teams gewesen, dass hier keiner gefallen ist. Aber die nächste Situation muss natürlich dann gut getimt werden. Denn Critten selber hat noch hat noch seine Barriere und sein Flash zur Verfügung. Das gleiche gilt natürlich für die Calling. Sein Ultimate ist da auch noch da, sollte es zum nächsten Fight kommen. Tibbers natürlich nicht mehr vorhanden.
um da jetzt besonders aggressiv zu sein. Trotzdem ist er in der Lage, auch mit einem einfachen Stunt den Engage zu wagen. Und ich denke, das wird er auch hinbekommen. Kevin hier sehr, sehr nervig. Nimmt hier auch mittlerweile die Golems weg. Die Frage ist, ob hier Venom den stealen wird, stealen muss. Es ist natürlich auch einiges an Gold wert, dieses größere Objekt. Und der Tower wird währenddessen halt unter Druck gesetzt. Und das ist halt so der große Vorteil, den Kevin hier ausspielt. Einerseits das Gold, immer noch doppelt so viel, 50 CS Unterschied, da sind einfach Planeten dazwischen, und wenn er dann in die Base gehen wird, dann wird man das auch itemtechnisch sehen, was denn da unten abgeht. Botlane wurde schon wieder engaged und diesmal vertrieben, da sieht man das auch, dass der Annie nicht unbedingt auf diesen ist, eher auf den, also der BRTT ist eher auf den Thrash angewiesen, dass hier noch ein paar Rettungsaktionen durchgeführt werden. Kirp kriegt ja ordentlich an, muss ja auch wegflächen, hat wahrscheinlich gedacht, dass da mir noch so ein Charme durchkommt. Natürlich jetzt sehr, sehr ungünstig für ihn. Bauchrahmen hat er mit höherer Wahrscheinlichkeit zur Verfügung. Geht er nochmal rüber. Heizt sich ja mit jedem Spell um maximal, also um sein maximales Leben um 2% über 4 Sekunden. Also den Sustain wird er auf jeden Fall dann noch haben. Hat auch seinen Athenes Unholy Grace schon fertig. Und Ahri geht halt, wie sehr, sehr häufig, den Weg erstmal über das Deathfire. Und das ist halt so eine riskante Geschichte, weil das natürlich hier dann wieder in dem Gangmündel sehr, sehr schön gemacht mit dem Kick. Verfügt auf einen ordentlich Schaden zu, muss man sagen. Obwohl er nur die Tanker hat. Und da ist natürlich ärgerlich, dieses Fass hat jetzt hervorragend geblockt. Das heißt, er hat das wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Sie wird sogar, glaube ich, noch ein bisschen getauntet. Natürlich ein bisschen unsportlich, wenn das jetzt wirklich diese Handlung war und ich das jetzt nicht richtig interpretiert habe aufgrund von Lags oder ähnliches. Aber weiterer Kill für Millennium. 5:0 steht es nun. Kevin immer noch sehr, sehr gut unterwegs. Mittlerweile 70 Farm mehr. Venom kriegt einfach kein Gold. Kirp wird jetzt natürlich ja komplett fertig gemacht. Das war ein bisschen sehr mutig, diese Aktion. Und vor allen Dingen wichtig, dass es hier an Venom gegen das erste, der erste Kill für Pain. Und auch ganz entscheidend, dass hier Trundle noch irgendwie in das Spiel reinkommt. Und auch hier Creighton kriegt nochmal den Kill. BOTT ist jetzt hier noch am Leben, muss natürlich schauen, wen er jetzt fokussiert. Aber dieser Stun ist einfach furchtbar nervig. Auch nachdem man ihn genervt hat, 1,25 Sekunden ist trotzdem noch ewig lang. Und es fällt auch dramatisch auf, wie dermaßen bevorteilt dieser Champion auf der Botlane ist. Vor allen Dingen dann, wenn bereits der Supporter draufgegangen ist. Flash war nun mal nicht mehr da für den Thrash selber. Er konnte also die Distanz suchen und Creighton immer noch mit der Ultimate bewaffnet und Flash außerdem noch die Barriere. Also den nächsten Trade könnte man ebenfalls noch gewinnen. Die Botlane hier von Millennium wieder extravagant, machen ihre Sache sehr, sehr gut. Creighton und Jayree arbeiten da hervorragend zusammen. Auch hier Kirp und Aranea, die sich dann wieder sehr rührend um den Blue-Buff kümmern. Vielleicht hat man sogar noch die Möglichkeit, den gegnerischen Blue-Buff zu stehlen. Sehen schon, Kami ist da auf dem Weg, muss ihn zwingen, den eigenen Blue-Buff bekommen und an sich reißen, um ganz einfach noch in der Lane eine ordentliche Präsenz zu haben. Denn farmtechnisch ist er ebenfalls 33 CS hinterher, Botlane 22 und Toplane, das ist einfach nur, als wenn einfach Olaf für jeden Minion 2 bekommt. So sieht das Ganze gerade aus. Und das ist natürlich für Venom ungünstig. Er hat jetzt hier seinen Sandfeuer-Key fertig und Olaf ganz einfach mit noch zwei Dorans, nach Dorans Klingen, Dorans Schild noch ausgestattet, die Schuhe ebenfalls noch dabei. Das sind einfach riesige Dimensionen. Er hatte noch die Möglichkeit, es zu verkaufen, wobei der Verkaufswert natürlich schrecklich gering ist bei den Dorans Gegenständen. Trotzdem, während der, in Anführungszeichen, Laning Phase ist das sehr, sehr nützlich, denn zurzeit kann sich Venom ganz einfach nicht auf die Top-Lane bewegen, weil er merkt, dass er mehr oder weniger der zweite Jungler ist, aber der nicht gankt. Drake wird jetzt nun langsam angegangen. Sehr wichtiges Objekt, um nochmal an Gold ranzukommen. Pain würde es unglaublich gut tun, wenn sie sich diesen schnappen können. Mai ist doch hier auf dem Weg. CR30 muss natürlich schauen, dass er da irgendwie vielleicht nochmal reingeht. Eventuell nur den Stil durchzieht für sein eigenes Team. Dann nochmal Gold tut. Aber es sieht nicht so aus. Aranea schnappt sich dabei den ersten Drake für Millennium. Sehr, sehr gut gemacht. Pain muss natürlich da schauen, wie sie da irgendwie zurückkommen. Vom globalen Gold her sind sie mittlerweile 7000. Ein schöner Hook auf Aranea. Wird jetzt natürlich hart gefokust, aber ist mittlerweile sehr, sehr dankbar. Bekommt jetzt ziemlich alle Ultimates, aber die Box trifft nicht. Und auch die Super Mega Deathrock geht hier daneben. Wie dermaßen tanky dieser Jungle ist, das ist nicht zu fassen. Kirk kommt hier auch nochmal davon. Kevin kann zwar um den Pillar rumlaufen, wird also nicht gestört. Oh, die Axt trifft ebenfalls nicht. Bin mir nicht sicher, ob er hier noch Kami einholt. Nein, er kann sich da noch in aller Ruhe, in Anführungszeichen, zurückziehen. Hat gar keine andere Wahl, außer direkt straight Richtung Base zu laufen, sonst wird er hier eventuell noch von irgendeiner Axt erwischt. Das sieht man schon, Pain versucht sich da zu sammeln. Und das war jetzt aber richtig problematisch. Der Hook von Minerva hat gesessen.
D-Box war da, Super Mega Death Rocket war da, Assault and Battery war da. So viele Ultimates verbrauchen natürlich nicht alle davon getroffen, in Anführungszeichen, weil über die Box kann man flashen, die Rocket kam zu spät und Assault and Battery wurde quasi nicht mit noch mehr Schaden unterfüttert. Und da kriegt man einfach diesen tanky Lee Sin einfach nicht tot. Arenea macht nach wie vor ein herausragendes Game, gefällt mir auf jeden Fall gut. Und man sieht ja auch, dass Millennium weiterhin Druck macht. Das Pushen, das ist ganz einfach, das liegt ganz einfach in ihrer Natur und das ist so ziemlich ihre beste Strategie, die sie zurzeit laufen können. Es ist schon der Olaf, der hat einen Farm. Das ist absolut unnormal. Wird jetzt hier nochmal von zwei Mann gegankt. Hat seine Ultimate nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, er prügelt sich so ein kleines bisschen an. Wir sind schon, Annie ist da auf dem Weg. Pinkt doch so ein bisschen. Wenn du zu mir kommst, dann kann dir Tibos helfen. Boom! Jetzt ist er drin und jetzt können wir sehen, dass sofort rausgeflasht wird. Sonst wäre hier ganz einfach noch Curb da gewesen mit dem Explosive Cast. Hat er jetzt nicht getroffen. Trotzdem muss man sich zurückziehen. Und wie gut das Team von Millennium zusammenhält. Kevin wird da nicht alleine oben gelassen. Er splitpusht. Er farmt wie ein Berserker und wird dann noch dazu von seinen eigenen Teammitgliedern gerettet. Jerry hat dabei den Supporter, den ED-Carry ganz einfach verlassen. Hier konnte man sehen, Creighton hat die ganze Zeit währenddessen gepusht und natürlich ebenfalls noch einen großen, großen Farmvorteil gegenüber von BRTT geholt, was natürlich dann sich später in dem Late-Game absolut tödlich auswirken wird, wenn das Team Millennium sich nach und nach sammeln wird, sei es für den Drake oder vielleicht für das Pushen des Mid-Towers. Sehen wir schon, Ward Placement in der Mitte, ganz, ganz wichtig, wird aber sofort neutralisiert. Sweeping Lanes, hervorragendes Item. Sehen auch schon, dass das Team von Millennium mit zwei Stück ausgestattet ist. Bei scheut sich so ein bisschen, dieses Item noch zu holen. Man setzt erstmal auf die Sicht an sich. Muss ja bedenken, dass der Cooldown von Sweeping Lanes vergleichsweise hoch ist. Sehen wir auch schon, Venom wird da komplett ignoriert. Erster noch Schadenstechnik, noch sehr, sehr behindert. Er hat noch nicht mal Schuhe, wird also trotz des kontaminierten Bodens nicht gerade der schnellste. Engage wird jetzt hier aber gesucht, sofort alles auf RNA, aber er ist unglaublich schnell, hat noch gerade noch die Hälfte der AP, wird aber trotzdem draufgehen. Der Pillar natürlich ein unglaublich gutes Werkzeug, der Disengage muss nun trotzdem erfolgen. Millennium muss halt schauen, ob sie da nochmal reingehen können oder nicht. Explosive Cast ist zur Verfügung und die Gegner klumpen gerade, bezogen auf die Sicht von Millennium, sehr, sehr gut, gehen aber nicht rein. Also alles wiederverwendet. Diesmal haben sie RNA totgekriegt und sie haben sogar noch die Box als Ultimate übrig. Der Rest wurde gnadenlos verbraucht, um diesen Champion zu erledigen. Es ist aber im Prinzip auch der richtige Weg. Sie wissen jetzt, okay, jetzt können wir vielleicht nicht fallen, jetzt können wir auch nichts contesten. Wir sind uns aber der Tatsache bewusst, dass der Drake noch nicht da ist. Das heißt, die Ultimates können wir auf jeden Fall wieder aufladen, damit dieser Kampf dann auch in irgendeiner gewisser Weise für die entschieden werden kann. Sie sind ja 8000 Gold behind. Das heißt, es ist schon sehr anstrengend, hier noch irgendetwas mit den Ultimates zu bekommen, aber etwas ist besser als gar nichts. Die Kills werden zwar noch nicht richtig optimal verteilt, das heißt, Vi hat diesen bekommen, sicherlich skaliert sie da auch sehr gut, das ist außer Frage, aber BRTT, der AD-Carry, braucht den ganz einfach. Er holt jetzt langsam aber sicher vom Farm her auf, das ist sehr, sehr gut. Das Ding ist aber, dass das noch wesentlich effizienter erfolgen kann und vor allen Dingen muss. Schöner Stil hier noch nebenbei von Kevin mit seiner Axt des Todes, schnappt er sich da nochmal den Golem, auch etwas so demoralisierendes, muss man ganz einfach sagen. Hier sind natürlich die Mindgames ebenfalls am Start und da darf man sich halt moralisch nicht unterkriegen lassen. Millennium ist ein LCS-Team, das ist klar, aber sie sind nicht unbesiegbar und sie haben ebenfalls ihre Schwächen und Pain muss natürlich schauen, dass sie diese so zügig wie möglich finden. Eieiei, der absolute Schaden tut aber Venom schon ordentlich weh. Er hat ja seinen Sunfire, aber er ist noch lange nicht so mobil, um vielleicht da einfach nur direkt zu entkommen, beziehungsweise ist auch vom Level her zwei Stück unter dem Olaf. Und das, beziehungsweise diesen Unterschied merkt man extrem. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn hier Kevin versuchen würde zu diven. Er sieht wahrscheinlich noch nicht, dass die anderen unterwegs sind. Merkt jetzt aber alles klar, da stimmt das nicht. In der Mitte haben wir natürlich noch den Ward für ihn stehen. Ganz wichtig, Aronea ist jetzt ebenfalls noch dabei, falls es irgendwie brenzlig werden sollte. Denn mittlerweile ziehen sie mehrere Personen in ihre Richtung. Und das ist gut, weil dann der Rest Druck machen kann. Schaut bitte auf die Botlane. Creighton farmt dort die ganze Zeit. Er hat 30 Zähler mehr. Wird auch weiter die Lane pushen, sicher farmen und dann natürlich richtig brutal zuzuschlagen, sobald er hier seinen Blutdurster fertig hat, gemeinsam mit dem Trinity Force. Auf jeden Fall eine unangenehme Kombination. Surti will jetzt hier was von Kevin abhaben, aber macht sogar seine Ulti. Muss aber dran denken, er kann jederzeit Ragnarok aktivieren. Das heißt, wenn er nach Hause will, dann kommt er es auf jeden Fall. Wird jetzt aktiviert, Pillar kann er aber im Prinzip nicht verhindern, lediglich den Slow selber. Jetzt versucht er zu re-engagen, weil natürlich das eigene Team schon langsam aber sicher auf dem Weg ist.
Hook ging leider daneben. Situation beruhigt sich, aber im Prinzip für Payne ungünstig. Sie haben jetzt wieder Ultimates verwendet, konnten oben niemanden bekommen und währenddessen kann Creedon farmen und pushen, ist ja 40 Zähler vor BRTT, der in dem Spiel zuvor der Meister des Farms selber war. Hier ist er stark behind, weil man noch keinen Druck ausüben kann. Millennium selber wieder den Drake gut getimed, holen ihn sich jetzt sofort. Zweiter nun für sie und Goldvorteil bei der tödlichen Grenze von 10.000 Gold. Wieder der Abschuss, erneut Kevin hier. Die einzige Möglichkeit, halbwegs sicher für unseren Venom zu farmen, wird ihn auch hier genommen. Er geht dann einfach mit in den Jungle, schnappt sich das und der Unterschied nach wie vor brachial. 80 CS. Natürlich von den Kills her sind sie sich beide identisch. Auch hat hier Olaf zwar zwei Assists, aber das ist kein großer Unterschied. Und das ist super, super unangenehm. Hinzu kommt noch, deswegen wurde wahrscheinlich diese Sicht jetzt gewechselt, dass man hier ganz einfach noch ein gutes Ward Placement hatte. Millennium hat ja die Tier 1 Tower komplett abgerissen, also wird der gegnerische Jungle gewardet. Und das klappt hervorragend. Kevin kann hier machen, was er will. Er sieht die Gefahr relativ früh, hat auch bald seinen Ragnarok wieder zur Verfügung. Botlane wird hier ein kleines bisschen engage Aranea. Super, super tanky, kriegt hier fast überhaupt keinen Schaden. Midlane kann jetzt hier nun weiter unter Druck gesetzt werden und das ist natürlich sehr, sehr ungünstig für das Team aus Brasilien. Payne muss schauen, dass sie hier ihre Crowd von ihrer Leistung überzeugen und zurzeit klappt es nicht. Sie sind hier 10.000 Gold behind und lassen sich natürlich vorführen. Es ist immer wieder unangenehm, wenn der Gegner ja auch den Takt angeht, das heißt Millennium entscheidet, wo geht es hin, was machen wir, und Payne kann nur reagieren und diese Reaktion ist natürlich immer drastisch verzögert. Der Tower hat ja schon wieder ein Drittel der HP verloren und man kann erstmal nichts machen, denn Kami selber hat viel Leben verloren, muss jetzt zurück. Minerva ebenfalls schon auf dem Weg in die Base, muss ich dann nochmal hoch rein. Und ich würde mich nicht wundern, wenn man diesen Turm ganz einfach nicht sicher verteidigen kann, weil es halt an allen Ecken und Enden massiv an Gold und dadurch auch an Items fehlt. Millennium macht das hier ganz, ganz entspannt, holen sich den Turm, ziehen sich auch zurück, wollen nicht mehr, denn sie wissen, alles klar, jetzt müsste langsam Ahri und auch Minerva mit dem Thresh zurück sein. Und da will man natürlich erstmal den Gegner nicht noch weiter belagern, beziehungsweise sich nicht in eine Situation bringen, wo man eventuell das Spiel verliert. Denn die Sprecher von Millennium selber meinten ja auch, wir sind ein kleines bisschen blöd darin, ein Spiel, was wir quasi schon in der Hand haben, zu gewinnen, zu beenden. Sie lassen sich dann zu viel Zeit, den Gegner zurückkommen, die Core-Items sich besorgen und dann wird natürlich eventuell eine unangenehme Combo ausgespielt werden können. Payne selber hat jetzt nicht direkt eine Wombo-Combo. Sie haben keinen überragenden Flächenschaden, aber sie haben Champions auf einzelne Weise, die sehr, sehr mobil sind und vor allen Dingen sehr viel Damage machen. Für die, wo es ein bisschen an Mobilität hapert, das ist kein Problem, da Thrash da zumindest halt die mobile Flucht ist dann auf jeden Fall garantiert. Initiiere, dass hier noch weiter in der Mitte gefarmt wird. Kevin immer wieder im absoluten Push-Mode und er fängt jetzt sogar hier mit dem Baron an. Pink Ward ist da und es ist quasi Payne nicht möglich, diese Situation zu interpretieren. Sie wissen, okay, das kann nicht sein, dass alle fehlen, aber guckt euch bitte das Ward-Placement auf der Seite von Millennium. Sie sehen einfach alles mittlerweile, kann man ja an dem Fass erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Der Baron wird hier auf jeden Fall angemerkt. Die Frage ist, Sirti da reingegangen. Oh, der Schaden auf Jerry, unglaublich hoch, kann aber noch sein Tibos rauskommen, wird jetzt wahrscheinlich hier noch mit der Mauer zerstört werden, keine Chance, aber der Support ebenfalls wieder draufgegangen. Sirti versucht jetzt hier nochmal zu chargen, kann auch mal schön nochmal den Olaf danken, aber es reicht nicht aus, die Carries sind hier noch am Leben, noch sie critten, kann hier noch mal hochgehen über die Wand. Venom, der Einzige, der noch mit dem Pillar hier überlebt, 4-2 getradet, den Baron jedoch abgebrochen. Also Payne konnte das Ganze so ein Stück weit verhindern, das wird aber auf Dauer nicht ausreichen. Man hat ja wieder viele, viele Spieler verloren und der Fokus natürlich auf Champions, die am besten sterben sollen, aber natürlich ihre Rolle mit der Aktivierung der Ultimate quasi schon erfüllt haben. Dass man Kevin fokus und dass er stirbt, das ist schön und gut. Dass man dafür aber als Sword and Battery verwenden muss, um ihn einfach nur in Anführungszeichen zu lasten, ist im Prinzip kein gutes Zeichen, weil Creedon ganz einfach mit Lucian die ganze Zeit da reinfeuert und da natürlich massiven Schaden anrichtet. Das gleiche gilt quasi für Jerry. Er hat es geschafft, ganz einfach noch seinen Tibbers rauszubekommen und das ist seine Aufgabe. Mehr muss er quasi im Fight nicht tun, wenn er dann sterben sollte. Ist absolut kein Problem. Minerva, du kriegst ins Gesicht, du musst weg. Wurde hier auch abgerissen, schön wieder mit der Safeguard gearbeitet. Aranea muss jetzt aber schauen, dass er den
Kragas immer noch irgendwie am Leben hält. Er versucht jetzt hier nach Norden zu fliehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er da noch effektiv fliehen kann. Kirk natürlich mit seinem Bauchraum in der Lage, sehr, sehr gut zu jugen. Aber auch Sir T hat Fähigkeiten, um hier an die Gegner ranzukommen. Super Mega Deathrocket trifft hier leider nicht. Bald müsste der Bauchrammer wieder zur Verfügung sein. Aber die Teammitglieder wurden hier natürlich sehr, sehr gut gemacht. Ah, das reicht aber nicht aus. Wurde hier nochmal getötet. Natürlich auf eine sehr, sehr unschöne Weise mit dem Biss in den Bauch. Wurde hier nochmal die Ultimate gut verwendet. Kill ist jetzt nun da, ganz entscheidend. Jeder Kill ist hier wichtig. Arenea, oh, Fuchsfeuer, damit muss man nicht zielen. Kami das sehr, sehr schön gemacht. Einfach nur aktiviert und Lee Sin kriegt da ordentlich ins Gesicht. Level up hat er nochmal dafür gesorgt, dass man die Situation ganz in Ruhe überlebt. Also man sieht, Millennium ist wieder genau in diesem Modus. Sie haben einen gigantischen Goldvorsprung und sie können das Spiel aber noch nicht beenden. Sie müssen natürlich schauen, dass sie sich mal sammeln und diese kleinere Aktion so ein kleines bisschen auch lassen. Das heißt, hier wurde schon wieder jemand off-guard erwischt. Das ist diesmal der Lucian Creighton. Muss natürlich schauen, wie er da wegkommt. Sein Dash entfernt einen Slow-Effekt, das ist klar. Aber er wird hier wahrscheinlich erstmal noch ein Stück rennen müssen. Annie ist da ein bisschen Decalling nochmal draußen. Zieh doch ordentlich AP ab, keine Frage. Creighton wird jetzt aber hier nochmal angegangen. Wieder unter dem Tower. Sehr, sehr gut mit dem Tibbers gearbeitet. Stun darunter. Da ist natürlich der Chase of Doom von 30 komplett in die Hose gegangen. Sehen jetzt auch, dass Minerva mit der Box disengage muss. Schafft es aber nicht. Wird hier komplett abgerissen. Und wieder hat das Team von Millennium gut zusammengehalten. Kevin mit der Ultimate hier am Start. Wird jetzt erstmal chasen. Der Olaf ist hier ein bisschen kleiner, weil er die Ulti abbekommen hat. Aber gleich passt sich die Größe wieder an. Zack. Kann damit absoluten Schaden glänzen. Richtig, richtig schön gemacht auf der Seite von Millennium. Und das ist immer wieder gut zu beobachten. Natürlich wird man jetzt off-guard erwischt. Und natürlich war es keine kluge Handlung an sich. Aber das Team hält zusammen und kommt den Teammitgliedern entgegen. Kann dann hier mit dem Tibbers bzw. den restlichen Fähigkeiten arbeiten und wird jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit dem Baron belohnt. Die Super Mega Death Rocket war natürlich ein Versuch, hier irgendwie noch einen Stil zu wagen. Millennium muss jetzt aber schauen, dass sie das Spiel zügig beenden. Sie hatten auch in den Spielen zuvor eine massive, eine gigantische Führung und müssen das Ganze nun quasi für sich locker und flockig entscheiden. BRTT schnappt sich hier nochmal den Drake, sehr, sehr wichtig, um da nochmal an Gold ranzukommen. Es wird aber quasi eventuell nicht reichen. Nein, Arenea wird da erstmal nicht weitergehen können. Trotz des Baron Blast ist er natürlich mit dem Tanky-Build nicht in der Lage, genug Schaden rauszudrücken. Der Redpot ist da zwar noch so ein kleiner Bonus auf jeden Fall, aber insgesamt natürlich keine Bedrohung für das Team von Pain bzw. BRTT ist da auf jeden Fall noch fein aus dem Schneider raus. Insgesamt natürlich jetzt Millennium mit einem riesen Vorteil. Tier 1 Tower. Alle down. Nördlicher Jungle vom Gegner super gut gewartet. Südlicher Jungle interessiert keinen, denn da haben wir nämlich den Kevin. Er kann da in Ruhe split pushen. Gegen ihn wird sich jetzt erstmal keiner behaupten können. Er hat noch kein Blade of the Ruined King, aber anscheinend wird es hier sehr, sehr modern, sich noch einen Redpot zuzulegen, um ganz einfach bei Bedarf mehr Damage rauszudrücken und vor allen Dingen noch mit mehr Leben glänzen zu können. Das ist auch sehr entscheidend. Er hat jetzt beschlossen, das Ganze so ein bisschen abzubrechen. Also formiert sich jetzt ebenfalls noch in die Mitte. Der Baron Buff will natürlich ausgenutzt werden. Man will damit nicht nur das mit dem Gold natürlich entsprechende Items haben, sondern wird sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit zu belagern. Wir haben eine hohe Regeneration und wir haben wesentlich mehr Schaden und mehr EP, um hier ganz einfach noch die Plays zu machen. Und dieses Fass tat alleine schon richtig weh. Ich muss ja bedenken, was für Items hier bei dem Kevin am Start sind, beziehungsweise bei dem Curb. Hat hier nochmal die Ulti reingehauen. Da muss ich Kami sofort zurückziehen. Der Tower wird wahrscheinlich hier auch nicht lang erhalten. Axe geht hier nochmal durch die Luft, kreuz und quer, wird aber auch entsprechend nicht eingesammelt, denn der Fokus liegt ja auf dem Inhibitor. Das machen sie auch wieder ganz geschmeidig. Einfach nur Inhibitor gelegt, lasst uns zur Botlane rotieren. Da haben wir eine gigantische Minion-Wave. Sie wird natürlich jetzt stark dezimiert durch BRTT bzw. der Ultimate, sondern seinen Pau-Pau, der hier ordentlich Schaden anrichtet, aber er bekommt auch ordentlich ins Gesicht. Jedes Fass von Gragas ist so schmerzhaft mit dem Rabadons, mit dem Grail und natürlich mit dem leeren Stab. Das heißt, Magieresens ist nicht mehr so sinnvoll. Minerva kriegt ordentlich ins Gesicht. Immer wieder ist der Pillar dafür zuständig, dass hier keiner vorbeigeht. Dieser Eisenbrocken hat aber auch einen sehr, sehr hohen Cooldown. Das heißt, bei dem nächsten minimalen Engage wird er nicht vorhanden sein. Jetzt geht man hier volle Wucht rein. Auch Sword and Battery ist jetzt drin. Man versucht auf Gragas zu gehen, aber keine Chance. Ari fällt quasi sofort. BRTT hat zwar eine gute Position, kann mir wieder mit dem Raketenwerfer reinhauen, aber wenn man den Raketenwerfer hat, hat man nicht so eine hohe Attack Speed. Das heißt, man kann auch den Gegner nicht so sehr zusetzen. Traps sind jetzt wieder draußen, aber muss hier dazu sagen, Millennium nur noch wenig Leben vorhanden. Man muss jetzt schauen, dass man jetzt hier nicht in irgendeiner Weise
bisschen noch erwischt. Und Minerva will dann natürlich einen schönen Hook setzen, aber die Frontline aus Lee Sin und Olaf ist einfach riesengroß. Immer wieder BRGT mit dem Raketenwerfer dabei. Hook wurde jetzt getroffen, man versucht auch ein bisschen mit der Box zu engagieren. Es wird aber nicht ausreichen. Jetzt sehen wir, dass Kevin komplett durchstartet und verliert aber sehr, sehr viel Leben. Wird abgerissen vorher. Das gleiche gilt aber im Prinzip auch für den restlichen Teammitglieder. Sehen wir schon, Smash ist jetzt ebenfalls noch gefallen. Keine Chance hier, seine ID-Carry mit der Laterne irgendwie noch zu retten. Das ist natürlich der große Vorteil. Ich denke, Kevin hat das sehr, sehr spät erst aktiviert, wurde aber, bevor er da war, abgerissen. Trotzdem hat er so viel Druck aufgebaut, dass natürlich währenddessen Aurenea dazukam und ebenfalls natürlich seine direkten Kontrahenten offensichtlich nicht heilt. Also hier der Schaden definitiv da. Kirp schnappt sich dann noch den Blue-Buff. Botlane, Midlane wurde nun abgerissen und jetzt heißt es ganz gemütlich einkaufen. Gold erstmal verwenden, um sich Core-Items noch zu Ende zu bauen, beziehungsweise direkt zu holen und dann schön zur Top-Lane rotieren und vielleicht sogar noch in der Lage sein, mit den entsprechenden Buff noch den nördlichen Inhibitor einzureißen. Oder sollte es zu einem Teamfight kommen, der in die Richtung von Millennium geht, dann kann man auf jeden Fall das Spiel auch beenden, denn es sind einfach keine Türme mehr da. Man sieht auch, dass hier die Wards so platziert wurden, dass man direkt sieht, wo der Gegner langläuft. Statt den eigenen Tower stehen nur gegnerische Wards da. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Unangenehmes. Jerry hier am Pushen. Das ist natürlich der Erste, der jetzt auf der Lane ist. Das ist natürlich die Frage, wie Payne darauf reagieren will. Sie hatten zwischendurch das Potenzial und auch, muss man sagen, BRGT hatte eine gute Position mit seinem Pow Pow immer wieder mit dem Raketenwerfer da reingeballert. Aber das funktioniert ganz einfach nicht. Da muss man natürlich schauen, dass man den Schaden, den man macht, in irgendeiner Weise noch mit CC oder ähnliches unterfüttert. Weil immer wieder die Autotanks sind zwar ganz schön, aber die Supertanks hier mit dem Lee Sin. Kevin wird gehookt, ihm wird es total egal sein. Er ist quasi der Letzte, der gehookt werden will. Jetzt sehen wir auch schon, dass die weiter reingeht. Da muss er aufpassen. Er darf nicht so viel Schaden fressen. Man will ja die Base verteidigen und sollte da eher den Gegner diven lassen. Man sieht ja auch, man hat aber nicht viel Zeit. Das heißt, irgendjemand muss immer wieder zur Verteidigung abgeschoben werden. Jetzt ist es quasi BRGT mit dem Raketenwerfer sehr gut in der Lage, die Waves auch in größerem Stil zu clearen. Und du musst es jetzt auch tun. Der Tower verliert auch immer mehr HP und das wird sehr, sehr gefährlich. Der Pillar immer wieder dafür verantwortlich, dass man doch nicht weitergeht. Der Slow ist da unangenehm, aber ihr seht schon, der Turm geht hier drauf. Die Minions sind da sehr, sehr behutsam, was das Einreißen der Türme angeht. Und ihr seht schon, der Inhibitor-Top wird ebenfalls noch drauf. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie sich Payne da verteidigen soll. Hook geht jetzt hier rein. Jetzt sind wir schon, Minerva ein bisschen out of position, aber er ist halt unglaublich tanky. Hält das Ganze aus. Der Inhibitor ist jetzt ebenfalls noch drauf. Aber niemand kümmert sich um Creighton. Er kann immer wieder von hinten noch rein. Und Tilbos ist jetzt ebenfalls auch ein BRGT. Die wird zerrissen. Einmal falsch positioniert. Sofort wird man da auseinandergenommen. Sieht nur noch der Trundle zurückgeholt und Ari auch chancenlos. Wird sich wahrscheinlich noch die Annie schnappen. Das ist aber relativ egal, weil man sich mittlerweile um den Nexus kümmern kann, beziehungsweise einzelne Teammitglieder versuchen jetzt einfach nur vom Nexus wegzulangen, aber der Tod hilft dabei ja im Prinzip auch nicht. Wir sehen ja schon, wie viele Minions da sind und wie dermaßen sie schnell auf den Nexus prügeln. Das erste Game holt sich hier Millennium und es steht 1-0. Wir sind im Finale. Das ist natürlich super unangenehm für Payne. Ihr seht schon, die Crowd ist da natürlich nicht begeistert. Sie wollen Payne gewinnen sehen. Hat es nicht funktioniert. Millennium hat sie mehr oder weniger wirklich kaputt gemacht.